für uns in Washington ist Torben Börgers. Was wissen Sie momentan, was auf dieser Wahlkampfveranstaltung passiert ist? Die Rede ist von Schüssen, die gefallen sein sollen. Ja, noch ist nicht klar, was genau dort passiert ist. Auf den Fernsehbildern sind in der Tat Knallgeräusche zu hören. Es kann sich dabei mutmaßlich um Schüsse gehandelt haben. Und in der Tat, Donald Trump hat sich ans rechte Ohr gefasst. Dort konnte man gut direkt auf die seine Bodyguards direkt gestürmt haben, ihn schützen müssen und in ein bereitstehendes Fahrzeug gebracht. Dabei hat er tatsächlich seine Faust in die Höhe gestreckt und man konnte auch von seinen Lippen ablesen, wie befreit er kämpfen. Es ist dann tatsächlich unter den Zuschauern offenbar eine Panik ausgebrochen. Allerdings wurde dieses Veranstaltungsgelände sehr schnell geräumt. Was genau dort passiert ist, wissen wir noch nicht. Wir wissen auch nicht, ob es weitere Verletzte gab. Man sieht auf den Fernsehbildern ja, dass das Publikum rund um die Bühne platziert war, das heißt auch hinter Donald Trump. Es waren dort Tausende von Menschen, es war eine Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania unter freiem Himmel. Und wenn man sich die Bilder anschaut, er reagiert, indem er nach rechts schaut von sich. Das heißt, da kann man mutmaßen, dass von dort möglicherweise diese Schüsse oder Knallgeräusche abgegeben wurden. Wer der oder die Täter aber sein könnten, das wissen wir auch nicht. Was wir wissen ist, dass der Präsident Joe Biden während dieser Veranstaltung in Delaware in einem Gottesdienst war. Er ist bislang nach eigenen Angaben noch nicht gebrieft worden, weiß also auch noch nichts Näheres. Danke, Torben Börgers. Wir halten Sie hier bei Tagesschau und tagesschau.de immer aktuell auf dem Laufenden.